heute bei Wer weiß denn sowas? Biggi Lechtermann im Team mit Bernhard Hoecker. Und sie spielen gegen Michael Schanze und Elton. Und jetzt geht's los. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer kleinen Wissensshow hier im Ersten. Es gibt natürlich auch heute wieder neben den spannenden, tollen Gästen, die wir uns eingeladen haben, Biggi Lechtermann und Michael Schanze sind zu Gast. Ganz viel Spannendes zu erfahren. Sie werden im Zweifel auch wieder etwas lernen. Wir alle werden etwas schlauer aus dieser Sendung rausgehen, als wir reingegangen sind. Ich habe da gleich was ganz besonders Interessantes zum Anfang. Wussten Sie eigentlich, dass Königspinguin-Männchen nur an den Schreien von Königspinguin-Weibchen zu unterscheiden sind? Ah. Man kann sie nur an den Schreien unterscheiden. Tiefer oder was? Oh! Und die Weibchen? Wahrscheinlich. Also, wir schauen mal auf die Publikumsverteilung. Sehr gut. Wie haben sich unsere Zuschauer heute entschieden? Wem schenken sie ihr Vertrauen? Hinter Bernhard und Biggi Lechtermann sitzen 70 Zuschauer. Okay. Hinter Elton und Michael Schanze 56. Dann sind wir bereit. Hier sind unsere 12 Kategorien. Hier ist die Wand. 12 Kategorien heute sind grüner Daumen, das Fragezeichen, Trick 17, Erfindung, Einspruch, Insekten, Berufe, Mittelmeer, Backstube, tierisch, im Baumarkt und Berlin. Worauf hast du Lust? Also Erfindung ist ja wieder schwierig. Backstube. Also du hast Lust auf tierisch, hattest du doch gerade gesagt. Machen wir nehmen tierisch. Nehmen wir das. Das ist alles ganz, wir sind alle, das sind alles Zoologen hinter uns. Oh, hoffentlich du. Und guck mal hier. Je älter ein Huhn, desto A, mehr Eier legt es. Ah. B, größere Eier legt es. Och. Oder C, dunkler ist das Eigelb. Also der gelegten Eier natürlich. Na, das ist ja. Das ist ja geil. Ja, das ist ja echt. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich auch nicht. Dunkler ist das Eigelb, weil. Ja, vielleicht, weil es auch älter ist. Das Eigelb. Ja, das meine ich auch. Weil das wird nach und nach, die Farbe ändert sich. Du meinst also, wenn man Eier kauft und dieses Eigelb ist verschieden hell, liegt das daran, dass die verschieden alt waren, die Hühner? So ein ganz helles Eigelb ist so ein ganz junges Huhn. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, größere Eier, das hieße ja, dass, also mehr Eier, größere Eier bedeutet ja größerer Energieaufwand. Ja, ja. Ist die Frage, ob man, je älter man wird, ob man da... Den Satz muss ich noch mal sacken lassen. Ja, je älter... Was hast du gerade gesagt, Bernhard? Je größer die Eier, desto höher der Energieaufwand des Körpers, um das Ei zu produzieren. Da komme ich nicht mit. Ah, okay. Weil es ja mehr Masse, mehr Volumen ist. Es muss mehr Kalk produziert werden, mehr Eiweiß produziert werden vom Körper. Ich glaube, dass ein älteres Huhn aber eher an Produktivität abnimmt. Aber da weiß der Körper doch schon, wie das geht mit der Eiproduktion. Ach so. Und dann sagt der Körper, so, mach ein jetzt Ei. Weiß ich, wie es geht, mach ein Ei. Und das wird dann eben groß. Nein? Kann natürlich sein, dass sich da Sachen einlagern, von denen wir jetzt erstmal nichts wissen. Hm. So, desto mehr Eier legt es. Du meinst so aus Erfahrung? Weil es weiß, wie es geht. Ja. Aus Gründen. Mehr Eier legt es. Ja, nein, ist einmal die Produktion eingespielt. Weißt du, die Eierproduktion? So, und dann... Lass gehen. Dong, dong, dong. Ja, genau. Ja, aber ist nicht in zunehmendem Alter, ist da nicht die, also das ist ja quasi immer wieder ein Eisprung. Und ist der nicht, der nimmt doch dann auch ab, auch bei Tieren, würde ich mal denken. Das ist ja ein Fruchtbarkeitsding. Das weiß ich eben nicht, ob das so ist bei Hühnern. Dass bei Hühnern auch so ist, das ist natürlich richtig. Was könnten wir denn sagen? Also, wenn wir uns echt nicht sicher sind. Also, wir sind uns nicht sicher, ne? Dann können wir auch das Publikum fragen. Dann ist es natürlich schon verbraucht. Aber... Aber vom Gefühl wäre ich am ehesten bei C, ist die erste, na, das ist erste Frage. Dunkler. Ist ja wurscht. Ja, weil das ist, hat vielleicht was mit Alter zu tun. Oder wird das Eigelb dunkler bei, wenn das Ei selber... Also wollt ihr euch was trauen oder fragen wir das Publikum? Aber die... Ach, aber die werden... Ja, aber die... Das ist Publikum! Ja. Oh, und gleich endlich. Weg mal. Und kennt sich einer... Hat einer eine Hühnerfarm? Wenn du dir sicher wärst, wenn du es wüsstest,
Haben wir einen Bauern? Ein Hühnerbauern, optimal. Da, ein Bauer. Oh. So. Das tut ihm auch weh, das müssen wir erst mal klären. Das müssen wir erst mal klären. Ich habe nicht gesagt, dass er Bauer ist. Vielleicht hat er ja auch nur was gehört, gesehen, gelesen. Mit wem haben wir das Vergnügen? Hallo. Mit Dirk aus Heidekrug, aus Kreuzenburg. Hast du irgendwas mit Hühnern beruflich zu tun? Also ich habe nicht direkt was mit Hühnern zu tun, aber ich bin Landwirt, Biolandwirt. Ah. Und wir haben Rinder, aber ich bin mit Hühnern groß geworden. Okay, dann ist das ja jetzt und dünnes Eis. Also die Erfahrung her ist, eigentlich so für mich ist, wenn die Hühner älter werden, dann legen sie auch mehr Eier. Ach, weil jüngere Hühner, die haben das noch nicht so. Die haben ja noch so viel Flausen im Kopf. Also das wäre meine Version. Das ja, ja. Ist so. Okay. Muss nicht unbedingt schwimmen, aber das ist okay. Ich tendiere dazu, weil die dann. Wir waren ja auch schon dabei und haben gesagt, da wissen die, wie es geht. Da ist mehr Fachkompetenz als bei mir. Das ist völlig in Ordnung. Also wir haben Antwort A eingeloggt, Dirk, und werden das jetzt überprüfen. Jetzt kommt's. Ob ein Huhn besonders kleine oder große Eier legt, hängt von der Rasse ab. Aber auch das Alter der Henne beeinflusst, ob ein Ei der Größe S, M, L oder XL zugeordnet werden kann. So legen Junghennen vergleichsweise viele, aber kleine Eier. Vermutlich aus evolutionsbiologischen Gründen, um die eigene Art zu sichern. Ein älteres Huhn legt nicht mehr so viele Eier, dafür aber größere. Oh. Ja, es war aber definitiv nicht C. Also das schon mal sicher. Ja. Und es war nur der Anfang, Dirk. Also, es war dicht dran. Ja, 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 es war. Absolut, ja. Also danke trotzdem. Ja, es bleibt erstmal bei 0 Euro. Kommt kein Geld aufs Konto. Und wir kommen zur ersten Kategorie für Elton und Michael. Wir würden gerne Einspruch nehmen. Ja, genau. Wann darf ein Energieversorger die Stromversorgung nicht sperren, wenn noch eine Rechnung offen ist? A. Wenn der Kunde außerhalb einer geschlossenen Ortschaft wohnt. B. Wenn der ausstehende Zahlungsbetrag unter 100 Euro liegt. Oder C. Wenn es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude handelt. Das ist ja geil. Ach. Also diese Ortschaft macht überhaupt keinen Sinn, oder? Weiß ich, kann ich mir auch nicht vorstellen. Das ist doch egal, weil das weit weg ist. Abstellen? Nee. Oder weil er keine Chance hat, oder weil es langsamer dauert, die Rechnung zu bezahlen? Ja, wenn es sich um den Leuchtturm handelt, der außerhalb des Orts steht. Dann will er dann dürfen sie den Strom nicht mehr. Nee, glaube ich auch nicht. Die dürfen doch jederzeit. Nee. So. Das wäre reasonabel, so unter 100 sagt er, darf man nicht. Aber andererseits bekommst du wegen nichts, bekommst du irgendwelche Knöllchen. Und da hat die Summe macht überhaupt keinen. A und B. Würde ich auch ausschließen. Ja, nicht, oder? Ich weiß nicht, warum. Ist nicht denkmalgeschützt sogar stadtmäßig? Kriegst du da nicht sogar ist nicht so eine Aufgabe der Stadt? Weil du kannst ja nichts dafür, dass es denkmalgeschützt ist. Also ich tendiere zu C, weil die anderen... Ja klar, wenn das 99 Euro kostet, dann darfst du nicht abstellen. Aber bei 101 darfst du abstellen. Ja. Was macht denn das für einen Sinn? Nee. Wir nehmen C. Ja, C. Erste Entscheidung von Elton und Michael Schanze. Oder egal, gib uns einfach 500 Euro. Werden Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt, kann ein Energieversorger mit Ankündigung die Stromversorgung sperren. Doch dafür sollte laut Stromgrundversorgungsverordnung § 19 ein bestimmter Zahlungsverzug vorliegen. Der Kunde muss mit mindestens 100 Euro ohne Mahnkosten im Rückstand sein. Erst dann darf eine Abschaltung in die Wege geleitet werden. Ah. Ach, man lernt nie aus. Das ist doch zu blöd, ha? Was freuen Sie sich denn da so? Im Baumarkt? Ja, aber lieber Baumarkt oder lieber Mittelmeer? Also, der Baumarkt, da bin ich so häufig. Ja, dann nehmen wir den Baumarkt. Aber ob ich das weiß? Hast du einen bevorzugten Wochentag für den Baumarktbesuch? Ja, leider samstags. Ach. Beim Kauf einer dreieckigen Maurerkelle sollte darauf geachtet werden, dass... A. Ihr Griff nicht aus Holz ist. Super. B. Ihre Seitenlänge kürzer als die Mauersteinlänge ist. Oder C. Ihr Schwerpunkt unterhalb des Griffes liegt. Super. Das genau ist ja, das. Das super. Ist ja wirklich cool. Auf einer dreieckigen Mauerkelle. So. Der Griff nicht aus Holz ist. Warum nicht? Fragezeichen. Vielleicht die Idee, dass das dann feucht wird und dass dann Sachen dran haften. Genau, festkleben. Könnte sein. Ihre Seitenlänge kürzer als die Mauersteinlänge ist.
Mauersteinlänge ist. Was ist damit jetzt gemeint? Die Mauerbreite oder einfach nur die Länge des Steins? Das, was da steht. Mauersteinlänge. So, aber wieso? Weil, wenn ich den Stein so lege, dass er so breit ist wie die Mauer. Ja. Und ich dann mit der Mörtelkelle drüber gehe, mit der Maurerkelle drüber gehe. Und die Seitenlänge ist länger als der Stein. Ja. Dann wird der Mörtel, den ich nicht brauche oder der zu viel ist, wird rechts und links runterfallen. Genau. Bei einer zu kleinen entstehen einfach nur so kleine Wände, die ich dann irgendwie abkratzen oder irgendwie kann. Das wäre so die einzige Erklärung für B. Also es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr logisch an. Ja, pass auf, C auch. Oh. Oh nein. Ihr Schwerpunkt unterhalb des Griffes liegt. Was heißt das? Also, warte mal. Das heißt, wenn du den Finger an eine Stelle des Griffes legst, bleibt die Maurerkelle gerade, kippt sie nicht um. Okay. Und was das bringt das dann? Ja, weil wenn sie vorne schwerer ist und ich sie nehme, dann habe ich die ganze Zeit vorne ein Übergewicht. Und wenn dann noch Mörtel draufkommt, sogar noch mehr. Und vielleicht kann man dann besser steuern. Ihre Seitenlänge kürzer als die Mauersteinlänge. Ihr Schwerpunkt unterhalb des Griffes. Ja, die Mauersteinlänge. Die Frage ist die Mauersteinlänge die Breite der Mauer? Ihre Seitenlänge kürzer als die Mauersteinlänge. Ja, aber das ist, finde ich, so vom Gefühl, weil der Schwerpunkt, das ist ja ganz leicht. Und wenn du Mörtel drauf hast, ist das größte Problem. Deshalb würde ich. Der Schwerpunkt ist dann weiter vorne. Gut, dann deshalb bin ich vom Gefühl am ehesten bei B. Wir machen's. Wir nehmen ein ahnungsloses B. Aber wirklich ahnungslos. B wie Biggie und Bernhard. Hinten ist man schon anderer Meinung. Baumarkt. Eine Dreieckskelle kommt beim Verputzen von größeren Flächen wie Wänden zum Einsatz. Sie zeichnet sich neben ihrem dreieckigen Kellenblatt durch einen geschwungenen Hals in S-Form aus. Vor dem Kauf dieses Werkzeugs sollte man die Kelle unterhalb des Griffs auf den Zeigefinger legen. Wenn das Kellenblatt sich nun waagerecht einpendelt, ist der Schwerpunkt günstig. So schont man bei längeren Arbeiten das Handgelenk. Oh. Ja, das gab zwei. Ja, das kleine Baumarkt einmal eins. Es bleibt erstmal bei null. Ihr könnt in Führung gehen, jetzt schon. Ist egal, was. Wollen wir Mittelmeer machen mal? Dann probieren wir gerne. Mittelmeer. Mittelmeer. Die Insel Ferdinandea vor der Küste Siziliens. Hat 5 Häfen, wurde aber seit 1950 von keinem Schiff angelaufen. B ist 24 Kilometer lang, aber nur 15 Meter breit. Oder C bekam 7 verschiedene Namen und verschwand 1831. Was? Keine Ahnung. 24 Kilometer lang. Die Insel hätte man doch vor Sizilien gesehen. 15 Meter breit. Genau. 15 Meter breit. Hat 5 Häfen, wurde aber seit 50 von keinem Schiff angelaufen. Das kann vielleicht sein, dass das mal damals eine große, was weiß ich, Fisch oder was die da angebaut haben. Aber dann nichts mehr und seitdem lohnt sich nicht mehr, das Ding anzufahren. Bekam 7 verschiedene Namen und verschwand. Okay, natürlich kann eine Insel verschwinden, steigender Wasser, aber in Sizilien, Mittelmeer, steigt das Wasser so stark, dass eine Insel auf einmal verschwindet. Nein, ich würde C ausschließen. Du schließt C aus. Ja. B schließe ich auch aus. Ich bin für A. Fünf Häfen, wurde aber seit 1950 von keinem Schiff. Ich nehme mal an, keinem Schiff bedeutet wirklich ein größeres Schiff, dass da dann mal eine Yacht sowas dran war. Schon klar. Oder? Geht also du kommst, mir ist es Sausage A. Wir nehmen A. Kein Schiff, nichts mehr. Die Insel Ferdinandea vor der Küste Siziliens wurde am 10. Juli 1831 entdeckt, kurz nachdem sie durch vulkanische Aktivität entstanden war. Neben Sizilien meldeten auch Italien, Frankreich und Spanien Ansprüche an. Und aus Großbritannien kamen sogar direkt 2 Expeditionstrupps. Aufgrund dieser vielfältigen Herrschaftsansprüche kam das kleine Eiland auf ganze 7 Namen. Doch schon bald löste sich die Sache in Rauch auf. Die Vulkaninsel verschwand schon im Dezember 1831 wieder im Meer. Ja gut, alles okay, alles
Ja. Ich formuliere es mal positiv. Es steht unentschieden. Ja. Wird auch nicht besser dadurch. So. Aber jetzt, ich habe ein gutes Gefühl. Ja, viel. Kennst du dich in Berlin aus? Nein. Okay. Wie sieht's denn aus mit Berufen? Ja, lass uns Berufe nehmen. Berufe. Wir haben alle einen Beruf hinter uns. Ja. Aber das nützt gar nichts, dass die alle einen Beruf haben. Das Wer benutzt die Begriffe Katzenurin und frisch geöffnete Tennisballverpackung bei seiner Arbeit? Das ist ja sehr lustig, oder? A. Oh. Kläranlagenbetreiber. B. Hersteller von Tütensuppen. Oder C. Sommelier bei der Weinprobe. Also wenn ein Sommelier bei der Weinprobe sagt, Katzenurin, läuft was falsch. Ja, aber können das Fachbegriffe sein, dass er sagt, oh, das riecht nach Katzenurin? Also, und das geht nicht an den Tisch und sagt, ich habe hier was ganz Besonderes, das riecht nach Katzenurin. Aber würde der denn sagen, und das hier riecht wie eine frisch geöffnete Tennisballverpackung? Das kann natürlich Sachen, wenn da, sein, wenn da irgendwelche, keine Ahnung, Phenole oder so frei sind, also irgendwelche Gärstoffe, die man sonst beim Tennisball riecht. Nee. Lass uns erstmal überlegen. Kläranlagenbetreiber. Wann spricht der Kläranlagenbetreiber vom Katzenurin? Also, wenn, weiß ich nicht, wenn irgendein Zustand eingetreten ist, dass das Ganze, keine Ahnung, Dimensionen annimmt, wo einer ruft, Hilfe, wir müssen was ändern. Es riecht hier jetzt nach Katzenurin. Genau. Das ist Katzenurin. Und was ist mit der frisch geöffneten Tennisballverpackung? Weil Tennisbälle schwimmen oben, gehen ja nicht unter, ne? Ja. So, und dann können die ja nicht flutsch durch diese Kläranlage. Und dann sagen die... Achtung! Ich brauche eine frisch geöffnete Tennisballverpackung, um Tennisbälle herauszunehmen, damit ich die wo reinwerfen kann, wo die nicht hingehören, weil die nicht durchflutschen. Nein. Also gut, nein. Nein, es kommt uns komisch vor. Was ist denn mit diesen Tütensuppen? Ja, was würden denn Hersteller von Tütensuppen? Gibt es da so etwas, dass die, wenn eine Tütensuppe, also die stellen die Tütensuppen her. So. Und die sprechen in einer bestimmten Phase von Katzenurin. Das wäre aber doch... Ja, intern natürlich nur. Das steht nicht auf der Packung. Das glaube ich nie. Und dass die sagen, das ist wie eine frisch geöffnete Tennisballverpackung. Das kannst du so rausgeben. Das ploppt, wenn du die aufmachst. Pack. Genau. Und schon springt die Suppe raus. Nee. Von Tütensuppen, genau. Und Katzenurin? Nee. Wir nehmen... C. Gott, wir haben C eingeloggt und ich bin sicher, meine Damen und Herren, dass dieses Thema demnächst noch mal bei Live nach 9 sehr ausführlich behandelt wird. Katzenurin und frisch geöffnete Tennisballverpackung sind unverwechselbare Duftnoten. Sommeliers dienen sie dazu, einen Wein neben seinem Geschmack und seiner Optik einzuordnen und wiederzuerkennen. Weine mit einer Note von Tennisballverpackung riechen künstlich. Katzenurin ist leicht stechend und tritt oftmals bei Sauvignon Blanc auf. So können Sommeliers sogar bei Blindverkostungen beurteilen, um welchen Wein es sich handelt. Die ersten 500 Euro. Boah, so eine frisch geöffnete Tennisballverpackung. Habt ihr schon mal reingerochen? Lecker. Ja, die macht's, ja. Nee, wirklich gut. Ja? So, wie geht's weiter? Trick 17. Wer versehentlich mit Permanentmarker auf ein Whiteboard schreibt, kann ihn leicht wieder entfernen, indem er A. fetthaltige Handcreme darauf verteilt, B. bedrucktes Magazinpapier darüber reibt oder C. mit einem Whiteboard-Marker darüber schreibt. Also, wenn man, ich verstehe irgendwie C nicht. Also ich schreibe jetzt, was weiß ich, Michael auf das Whiteboard. Ist doof. Und dann nehme ich einen Whiteboard-Marker und schreibe Michael da nochmal drüber. Oder wie? Was verstehe ich nicht, was das... Erinnert mich so ein bisschen an Weinflecken, dass man Wein draufgießen muss. Das hilft. Ja, aber du, also, und dann wischst du das weg mit deinem Tuch. Man sagt doch auch nicht immer, dann geht auch die untere Schicht weg. Man sagt doch auch, ne? Bier auf Wein, das lasse sein. Wein auf Bier, das rate ich dir. Ja. Dieser alte Fleckenregen. Der ist alte.
Den fand ich richtig fetthaltige gut. Handcreme drauf verteilt. Das heißt also, ich schreibe, dann mache ich da Handcreme schlecht. Drüber und kann das dann wegwischen. Kann vielleicht sein. Fett löst das irgendwas? Kannst du nie wieder drauf schreiben auf dieses Ding da? Nee, weil das dann zu fettig ist. Ne? Dann bleibt ja dann die Schrift nicht mehr haften. Also, bleibt ja nur noch das Magazinpapier. Also nicht Zeitung, sondern Magazinpapier. Reißt du aus einer Zeitschrift warum raus. Warum muss das bedruckt sein? Ja, das ist eine gute Frage. Ihr habt ja noch einen Publikumsjoker, ne? Ah, das ist ja mal eine gute Idee. Komm, wir nehmen das Publikum. Ja, wäre gut, ne? Wir brauchen auch mal 500 Euro. Ja, hier sind bestimmt ein paar Whiteboard-Experten. Ja, findet man noch in jedem Konferenzraum. Das Publikum. Auch in vielen Schulen mittlerweile. So, wir fragen das Publikum. Alle lachen. Jetzt nicht alle auf einmal, ja? Oh. Oh, wärst du erst aufgestanden? Ich glaube, es war wirklich zeitgleich. Ich bin mal ein bisschen schneller, aber. Mhm. Wenn ja. Kai, der es weiß, soll es sagen. Hm? Kai, du bist ja krank. Geh mal bitte ein paar. Hallo. Hallo. Axel ist mein Name. Ich komme aus Niendorf bei Bergentin. Ja, was machst du? Ich bin Grafikdesigner. Klingt gut, aber Tatsache ist, ich weiß es wirklich nicht. Aber es kommt aus meiner Sicht nur eine Frage überhaupt in Betracht. Also B und C halte ich für sinnlos. Fett löst viele Sachen an. Also man bekommt mit Butter beispielsweise auch Teerflecken weg. Da ist das für mich die einzig logische Erklärung. Man bekommt es mit, das Fett löst an, man kann es wegwischen. Und der Einwand, dass es dann sehr fettig wäre, das Fett kannst halt du dann mit Spüli oder was auch immer wegmachen. Also ich weiß es wirklich nicht, aber ich bin mir eigentlich von der Logik her, muss es das sein. Okay, dann loggen wir Antwort A ein. Und wir geben ja unser Wissen gerne weiter. Wenn aus Versehen mit einem Permanentmarker auf ein Whiteboard geschrieben wurde, gibt es schnelle Hilfe. Einfach mit einem abwischbaren Marker darüber malen. Die in den abwischbaren Stiften enthaltenen Lösungsmittel lösen die Tinte des Permanentmarkers und die Schrift lässt sich anschließend leicht abwischen. Das flutscht ja heute. Ah. Sie sehen, das sah am Anfang so schlecht aus. Ja. Hier lernt man was. Axel, vielen Dank. Ja, immer am Ende wird abgerechnet. Du wolltest Berlin. Ja, aber du wolltest. So, es bleibt dann erstmal bei 0 Euro bei euch. Aber noch sind ja nicht alle Fragen beantwortet. Ja, aber beinahe. Hm? Also und doch Berlin. Ihr jetzt. Könntet die nächste Kategorie wählen. Also Berlin. Du wolltest Berlin. Ich kenne mich aber nicht so gut aus in Berlin. Also machen wir erst Berlin und dann Fragezeichen. Und dann haben wir die anderen weg. Genau. Also gut, erst Berlin. Ach, sowas. Ja. Hase und Igel sind an der Berliner Humboldt-Universität die Spitznamen für A. zwei Neubauten der biologischen Fakultät, B. Transportroboter für Bücher oder C. computergesteuerte Sauerstoffregulatoren. So, da hast du jetzt Berlin. Ja, hab ich. Und ich sag's dir, ich find's jetzt schon interessant. Ja, du besuchst also demnächst die Berliner Humboldt. Brauche ich ja nicht, weil ich ja, nachdem wir die Frage beantwortet haben, weiß ich ja, was ich da unter Hase und Igel finde. Du, das könnte ja alles sein. Nee, mal, guck mal, zwei Neubauten der biologischen Fakultät. Nein, das glaube ich nicht. Neubauten, die heißen bestimmt dann irgendwie Lené-Gebäude und sowas. Also das, nach irgendwelchen Biologen. Oder nach Nobelpreisträgern und sowas. Okay, also meinst du die nicht? Ja. Aber Moment mal, Spitznamen. Ja. Also warte mal, Spitznamen. Selbst wenn der Name... Ach, ja, Berliner sind sehr gut, was diese Namen angeht. Ja, also Spitznamen, ne? Nicht irgendein richtige Name. Also selbst wenn die nach irgendwelchen wichtigen Menschen benannt wurden, ist ja, können die Berliner ja sagen, das ist der... Hase und Igel. Kann das nicht, ich rede ja Kölsch. Stimmt, das kann ich nicht. Hase und Igel. Ja, das kann natürlich... So. Das kann natürlich... Das kann sein. Ja, genau, so. Ich weiß nicht. So, zwei Neubauten. Das hieße, der eine sieht aus wie ein Hase und der andere wie ein Igel, so ein bisschen. Also ich kann mir eher vorstellen, dass sie die Transportroboter für Bücher sind. Die haben eine nagelneue Bibliothek. Und da sind unfassbar viele Bücher drin. Ist ja die Humboldt-Universität. Stimmt. Und da haben die auch da Roboter. Da werden die Bücher per Roboter hin und her gefahren. Und die nennt man Hase und Igel, weil das aussieht, als würden die immer hintereinander herrennen und der eine holt den anderen niemals ein.
Das klingt nicht schlecht. Das kann ich mir vorstellen, dass die immer die fahren. Was sind Sauerstoffregulatoren? Ja, die regulieren den Sauerstoff und das Ganze ist computergesteuert. Das ist quasi eine computergesteuerte Sauerstoffregulation für die Regulierung von Sauerstoff. Allerdings computergesteuert, nicht per Hand. Und das braucht man zweimal? Zwei braucht man? Ja, natürlich. Einmal Sauerstoff, einmal regulieren. Ach so, und das einmal Hase, einmal Igel. Ja, genau. So. Glaube ich, kann. So, alles ist also diskutiert. A und B. Und es führt uns A zu welchem Ergebnis? A oder B. A oder B. So. Du bist für die Transportroboter, ne? Ich bin eher für die Roboter B. Einverstanden, wir nehmen B. Wir nehmen B. Ich nehme es auf meine Kappe. Du hättest A genommen. Ja. Gut, Antwort ist, B, die Transportroboter. Die Berliner Humboldt-Universität hat zwei besondere Gehilfen. Ihre Namen bekamen Hase und Igel, weil es so wirkt, als liefen sie ständig hintereinander her, ohne sich einzuholen. Dabei transportieren sie auf einer festen Strecke Kisten mit Büchern von A nach B. Der Einsatz der Transportroboter in einer Bibliothek ist in Europa einmalig. Sonst kommen sie in der Industrie zum Einsatz. Ja. Richtige Antwort. Großartig. Ihr steht bei 1.000 Euro. Sehr schön. Jetzt aber. Insekten finde ich doof. Insekten kann ich nicht. Oder mit dem Fragezeichen, dann lassen wir uns überraschen. Komm, Fragezeichen. Fragezeichen. Nein, das ist hier so. Nein, wir nehmen Fragezeichen. Oh. Verspielt. Die Frage. Ja. Weil eine Frau in China ihre Handtasche während einer Gepäckkontrolle partout nicht alleine lassen wollte. A. Versteckte sie die Handtasche in ihrer Hose. B. Kletterte sie mit in den Gepäckscanner. Oder C. Löste sie eine Räumung des gesamten Sicherheitsbereichs aus. B. Das ist also quasi eigentlich Wahnsinn des Tages. B. Nehmen wir B. Du warst dabei, oder? Nee, aber ich hab's gelesen. B. Ja, natürlich. War B. ein Foto dabei? Nee, doch, ich glaube, es war sogar ein Foto dabei. War ein Foto dabei. Ich bin mich aber nicht. Ist dir gerade überhaupt nicht mehr ganz sicher, ne? In China sind auch an vielen Bahnhöfen strenge Sicherheitskontrollen vorgeschrieben, bei denen jedes Gepäckstück akribisch durchleuchtet wird. Eine Frau am Bahnhof Dongzhuang in Südchina wollte sich im Februar 2018 jedoch partout nicht von ihrer Handtasche trennen und kletterte prompt einfach mit in die Röntgenmaschine. Die völlig überrumpelten Sicherheitsleute ließen sie gewähren und so entstand dieses außergewöhnliche Foto. So. Ja, wir haben, wir sind dabei. Ja. Die ersten 500 Euro. Und einmal mehr der Beleg Lesen bildet. Erfindung habe ich immer Sorge ja. für. Ja, ich auch. So, nächste Kategorie für euch. Wir nehmen, lass uns mit. Die, ja, die. Sag. Ich weiß nicht, kenne mich nicht. Die Insekten? Richtig, nein. Die Insekten. Oh. Du hast Insekten gesagt. Ja, ich wusste, die neu entdeckte Wespenart. Ah. Dendrocerus scutellaris hat A. ihren Stachel am Kopf, B. eine Säge auf dem Rücken oder C. einen Druckluftraketenantrieb. Dendrocerus scutellaris. Also ein Stachel am Kopf, da müsste die komplette Biologie anders sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wieso? Die anderen haben den hinten und da hat sich die Natur gedacht, jetzt mal vorne. Ja, aber ganz ehrlich, dann hätte sie ja... Nein, das geht gar nicht, oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Eine Säge auf dem Rücken. Eine Säge auf dem Rücken, das könnte ich mir vorstellen. Also natürlich aber keine klassische Säge, sondern so eine stachelförmige Art. Ja. So, und wenn sie damit wo rein, also erstmal wird sie... Genau, wie so ein kleiner Dinosaurier. Nee. So eine Säge ja, genau. Ja, ja, genau. Wenn sie sich bewegt, wo durchläuft oder sowas, dann ist sie vielleicht... Aber einen Druckluftraketenantrieb? Druckluft? Ja, wo kommt denn die Druckluft her? Aus dem Popo. Da muss sie aber viel gefrühstückt haben, du. Das ist eine Frage der Ernährung. Das ist nicht. Die lebt vom Linsentopf. Ein Druckluft? Das kann, so, jetzt überlege ich gerade. Tellaris. Also, die Patella ist ja die Kniescheibe. So, vielleicht ist die Scutella die Wirbel, ein Wirbel am Rücken. Und dann wäre... Wobei die Säge. Das, ja, wobei... Eine Säge auf dem Rücken? Diese Wespen, die haben so wenig Wirbelsäulen, das ist wirklich... Ja. Es wäre erstaunlich, wenn sich davon eine zu einer Säge entwickelt hätte. Zwischen B und C schwanke ich mit einer stärkeren Tendenz zu C.
Wirklich? Ja, wirklich. Druckluftraketen? Richtig, ja, Druckluft. Gut. Aber ich bin mir nicht 100% sicher. Das also ich möchte es jetzt sehen, dann ja? Möchte ich jetzt den Raketenantrieb sehen. Egal was richtig ist, Kai, zeig uns bitte das Video mit dem Druckluftantrieb. Alles klar. Genau. Okay. C. C. Jetzt geht's ab hier. Dendroceros scutellaris ist eine in Costa Rica neu entdeckte Wespenart, die zu den sogenannten Endoparasiten zählt, also ihre Eier im Körper eines anderen Tieres ablegt. Ausgewachsen erreichen sie eine Größe von etwa 3 mm und müssen sich nach dem Schlüpfen ihren Weg aus dem Körper des Wirts eigenständig freikämpfen. Dafür haben sie eine kleine Säge auf dem Rücken, mit der sie sich Stück für Stück freischneiden. Ah. Zeig drauf. Und ah. Hab's zum Glück nicht gehört. Ah. Und, ja. Die aufmerksamen Zuschauer haben sofort gemerkt, ihr könnt jetzt ausgleichen. Ja, aber wir wissen nicht, doch wer Backstube wollen. Aber wenn die dann traurig sind. Oh. Keine Angst. Jetzt müsst ihr an die Menschen denken, ja, ja, die euch das Vertrauen geschenkt haben. Backstube. 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 Und die Antwort ist Breze. Oh, es geht schon mal in die richtige Richtung. Wodurch bekommt Laugengebäck seine charakteristische dunkle Bräunung? A. Eiweiß und Zucker sind hierbei besonders reaktionsfreudig. B. Die Ofenhitze wird durch die Lauge stärker reflektiert. Oder C. Natriumionen entziehen den Hefezellen im Teig das Wasser. C. Also Eiweiß und Zucker sind hierbei besonders reaktionsfreudig. Das schließe ich aus. So. Die Ofenhitze wird durch die Lauge stärker reflektiert. Laugengebäck. So eine Brezel ist schon was Leckeres, ne? Ja. Ja. Der backt das Zeug und dann kommt, wird da noch was drauf, oben drauf geschmiert. Was ist das denn, die Lauge? Und dann wird doch die Ofenhitze, dann wird das stärker reflektiert. Du bist bei B. Ich bin jetzt bei B, obwohl ich mir es nicht erklären kann, weil reflektieren ist doch eigentlich so, Hitze wieder abgeben. Also A ist es nicht. Das ist fertig, es wird nochmal drüber gestrichen. Mit irgendeinem Zeug wird nochmal drüber gestrichen. Ist das eine Natrium? Sollen wir es euch auf dem Boden nochmal aufmalen, dass ihr A, B oder C, ihr müsst euch entscheiden, denn warten für B. Ja? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Nimm was. Wir nehmen ich nehme B. Alles. Wir nehmen B. Oh. Oh. Puh. Ich glaube auch ein bisschen an Wir B. fordern schon mal zusätzlich Security an. Laugengebäck erhält seine charakteristische dunkle Bräunung durch die Natronlauge, mit der die Teiglinge bestrichen werden. Durch diese Behandlung wird der Backvorgang beschleunigt. Der Teig wird also bei gleicher Backdauer dunkler als unbehandeltes Gebäck. Denn durch die alkalische Natronlauge sind die Zucker- und die Eiweißbausteine aus dem Teig wesentlich reaktionsfreudiger. Hätte ich nie genommen. So, es bleibt bei 500. Grüner Daumen oder Erfindung. Und ich möchte nicht wissen, worauf Biggie Lust hat. Ich möchte einfach nur eine Kategorie hören. Erfindung. Oh, jetzt sind wir mir auch noch grüner Daumen. Das ist die Standardfrage. Ich bin halt höflich. Tja. Möchtest du trinken, sage ich ja. Genau. Warum entwickelte der irische Tierarzt John Boyd Dunlop 1888 den Vorgänger des ersten erfolgreichen Kunstluftreifens? A. Seine Mutter wollte ruckelfrei Kutsche fahren. B. Sein Sohn beschwerte sich über sein zu langsames Dreirad. Oder C. Sein Gärtner blieb mit seiner Schubkarre immer im Morast stecken. So. Warum entwickelte der irische Tierarzt John Boyd Dunlop 1888 den Vorgänger des ersten erfolgreichen Luftreifens? B. Kann ich mir nicht vorstellen. Sein Sohn beschwerte sich über sein zu langsames Dreirad. Das würde dann also quasi schneller werden mit Luftreifen. Ja. Doch. Nee, aber ein Dreirad. Der, also guck mal, Kutsche hat ja was mit Pferden zu tun. Ah, ja. Tierarzt. Und wenn seine Mutter gesagt hat, also das ruckelt hier immer so, da fällt mir auch noch aber hat man, die letzte Krone raus. Aber in der, also das Problem in der Kutsche mit dem Ruckelfrei, das kriegt man ja auch durch eine Federung oder Polsterung der Sitze gelöst. Dagegen das Problem mit der Schubkarre im Morast, das waren ja Stahl, also Räder mit Stahl ummantelt.
Und deshalb kann ich mir wirklich vorstellen, dass der wirklich Schubkarre? Eine Schubkarre gebaut hat. Im Morast stecken. Ja. Ist ja auch ein Problem. Ja. Also der ist halt da rumgearbeitet und ist hängen geblieben. Und dann hat der vielleicht gesagt, ich kenne Tiere, die sind Schwielensohler, das ist wie ein Luftreifen, die sinken nicht ein, die sind dann breiter, das mache ich bei der Schubkarre auch. Ja, aber die... Mutter. Die Mutter. Die hat die Mutter angetan. Was tun Söhne nicht alles für ihre Mütter? Wenn die sagen, ich möchte mal ruckelfrei fahren. Aber ich weiß es nicht. Kutsche liegt halt nah wegen Tierarzt, der hat eh mal mit den Tieren zu tun. Aber der Gärtner könnte natürlich... Also bei ganz der ist sonst immer der Mörder. Ja, genau. Der ist verantwortlich. Bei der Kutsche glaubst du nicht, dass die Mutter einfach ein zweites Kissen bekommen hat? Wir machen jetzt den Gärtner. Ja? Ja. Ich setze mich da jetzt gegenüber dich. Das ist okay. Wir machen den Gärtner. C. Sehr gut. Sehr gut. Im Jahr 1888 entwickelte der Brite John Boyd Dunlop aus zusammengeklebten Gummistreifen den ersten pneumatischen, mit Luft gefüllten Fahrradreifen. Zuvor bestanden diese noch aus massivem Hartgummi, so auch die Reifen des Dreirads seines Sohnes Johnny. Als dieser sich eines Tages bei seinem Vater über sein zu langsames Gefährt beschwerte, schritt Dunlop zur Tat und Johnnys neues Dreirad bekam einen brandneuen Satz Luftreifen. So, eine Kategorie haben wir noch. Der grüne Daumen, die letzte Frage geht an Elton und Michael Schanze. Überdüngung kann für Pflanzen schädlich sein, weil A. ihnen Wasser entzogen wird und sie verdursten, B. sie übermäßig Sauerstoff produzieren und sich erschöpfen, oder C, dass Phosphat die Aufnahme von Kohlendioxid verhindert. Ja, toll. Das sind heute aber auch Fragen, ey. Schwer heute, ne? Also Überdüngung. Wenn ich viel dünge, wird Wasser entzogen. Warum wird da Wasser entzogen? Da werden doch nur irgendwelche Stoffe mit dazugegeben. Warum soll denn da Wasser entzogen werden? Finde ich komisch. Ich bin miserabel in diesen chemischen. Ist kein Gärtner mehr. Lass mal jetzt die Chemie. Also, man nutzt ja Düngen, damit da was weiß ich, ja, Phosphate oder was weiß ich, Kalk dazukommt. Wenn das dazukommt, ist ja jetzt egal, welche chemischen Sachen, dann beschäftigen wir uns gar nicht mit. Warum soll denn dadurch Wasser entzogen werden? Verstehe ich also irgendwie nicht. So. Wenn da zu überdüngt ist, das heißt, da kommt ordentlich gutes Zeug rein, wird zu viel Sauerstoff produziert und sie sich erschöpfen. Das heißt, die atmen viel zu schnell und können dann irgendwann nicht mehr. Und dann welken die auch. Aufnahme. Phosphat. Das Phosphat behindert die Aufnahme von Kohlendioxid. Oh, ich würde so gerne helfen, aber ich bin da wirklich... Hast du denn irgendwie... Ja, ich weiß es ja auch nicht. Ich bin auch mehr mit Bauchgefühl jetzt hier dabei, was ja, eigentlich nicht so viel gebracht hat heute. Du würdest auf C gehen. Auf C tippen. C. Die gute Nachricht ist, es gibt schon mal keinen Applaus aus eurem Publikum. Weil wir so schnell waren. Überdüngung kommt vor allem bei mineralischen Düngern vor. Die enthaltenen Mineralsalzionen sollen dem Pflanzenwachstum helfen. Ist die Konzentration der Salzionen in der Umgebung der Pflanze jedoch zu hoch, wandert das Wasser aus der Pflanze durch die Zellwände nach außen, um den Unterschied auszugleichen. Der Vorgang wird Exosmose genannt und kann zum Verdursten der Pflanze führen, auch wenn sie ausreichend gegossen wurde. Oh. Wir schauen auf den Zwischenstand nach den gespielten 12 Fragen. Ja, Bernhard und Biggie Lechtermann haben 1.000 Euro erspielt. Elton und Michael Schanze haben 500 Euro erspielt. Es ist noch alles drin heute im großen Finale.
Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Kino. Okay. Also da kennt der Elton sich aus. Also der Elton setzt alles. Da bist du doch gut. Oh, ich bin mir nicht so sicher, dass der Elton alles setzt. Also grundsätzlich ist es natürlich so, wenn ihr alle setzt. So, beide Teams. So, wenn ich jetzt was drücke, dann heißt es nicht, dass es richtig ist. Hier ist die heutige Masterfrage. Was haben die Filme Forrest Gump, Pulp Fiction und Der bewegte Mann gemeinsam? A. Sie liefen im gleichen Herbst erstmals im deutschen Kino. B. In allen Filmen hieß eine der Hauptcharaktere Vincent. Oder C. Sie haben fast exakt die gleiche Länge. Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt! So, beide Teams haben gesetzt, beide Teams haben eine Antwort eingeloggt. Oh, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal so spannend bei uns war. Wir sind gleich zurück. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Unsere liebe Kollegin live nach 9. Bigi Lechtermann ist heute bei uns zu Gast. Im Team mit Bernhard Hoeker. Die beiden haben 1.000 Euro erspielt. Heute zumindest mal keine Generationenfrage. Und auf der anderen Seite Elton und Michael Schanze. Die beiden haben 500 Euro erspielt. Ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Was haben die Filme Forrest Gump, Pulp Fiction und Der bewegte Mann gemeinsam? A. Sie liefen im gleichen Herbst erstmals im deutschen Kino. B. In allen Filmen hieß einer der Hauptcharaktere Vincent. Oder C. Sie haben fast exakt die gleiche Länge. So, ich bin gespannt, was ihr gesetzt habt. Bernhard und Biggie haben gesetzt. 1 Euro. Elton und Michael haben gesetzt. Alles. Oh, das ist ja lecker. Das ist ja lecker. Das ist ja jetzt ganz hart. So. Wenn wir Unrecht und die Recht haben, haben wir verloren. Auf welche Antwort habt ihr getippt? Bernhard und Biggie haben getippt auf Antwort C. C. Elton und Michael haben getippt auf Antwort A. Oha, ist ja wirklich noch alles drin. Ja. Jetzt heißt es ja für euch noch mal zittern. Ja? Jetzt habt ihr die ganze Zeit schon so weit in Führung gelegen. Naja. Ja. Das ist jetzt aber echt. So, machen wir es kurz. Ja, das sagst du immer. Aber heute mache ich's. Antwort B, in allen Filmen hieß einer der Hauptcharaktere Vincent, ist natürlich Quatsch. Also es ist A oder C, das ist klar. Oh nein. Oh nein. Kann alles sein. Ich hab, ist Forrest Gump nicht unfassbar lang? Ich habe ihn jedenfalls so in Erinnerung. Er ist nur langsam. Er ist nur lang gelaufen. Pulp Fiction? Ist wie lang? 2 Stunden 34. Oh, scheiße. Da sind wir raus. Ist der Bewegung, Forrest Gump? Der Bewegung, 2 Stunden 22. Aber bewegte Mann ist kürzer, 90. Und der bewegte Mann... 1 Stunde 33. Ah. Antwort A ist richtig, denn es war im Jahr 1994. Und damit reißen Elton und Michael Schanze das Ruder noch mal rum und gewinnen 1.000 Euro. Gott sei Dank. Und auch diese 1.000 Euro, das heißt für jeden von euch 17,86 Euro. Schau mal her. Also, Glückwunsch. Glückwunsch zum Siegerteam, Michael. Glückwunsch an euch. Biggie, Bernhard, danke schön. Glückwunsch auch unseren 3 App-Gewinnern, 17,86 Euro. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß noch. Das war aber jetzt sowas für heute.